Moin, moin, liebe Party-People und herzlich willkommen zur dritten Folge Age of Empires 2. Wir werden heute voraussichtlich die Lernkampagne abschließen mit der Schlacht von Falkirk und wir fangen direkt an. Die einzige Möglichkeit zur Verteidigung dieses sumpfigen Tieflands besteht darin, eine Festung zu bauen und in kürzester Zeit so viele Wälle wie möglich zu errichten. Die Befestigungen sollen unser Lager beschützen, während wir die Belagerungswaffen herstellen, mit denen wir die englische Festung angreifen wollen. Wallace hat sich geschworen, unsere Heere nach der Errichtung dieser Festung zu vereinen, um dann Longshanks und seine englischen Truppen anzugreifen. Okay, Freunde. Errichten Sie eine Burg und zerstören Sie die englische Burg. Aber natürlich. Zwar haben Sie schon ein paar Wälle, aber die sollten sie erweitern, sobald sie über genug Steineinheiten verfügen. Kid, Nienige. Nienige. Kia? Kia? Ja. Okay, hier sind da zwei von meinen Leuten. Die schicke ich auch nochmal nach hier vorne. Genauso wie ich die hier nach hier vorne schicke. Hier sind Leute, die können Holz abbauen. Sehr schön. Ich brauche neue Dorfbewohner. 1, 2, 3, 4, 5. Wenn Sie einen Überschuss an Rohstoffen eines bestimmten Typs haben, dann können Sie ihn auf dem Marktplatz gegen Goldeinheiten eintauschen. Ja. Können Sie mit dem Gold kaufen, was Sie benötigen. Ja, das könnte ich, aber mache ich gerade nicht. Sie werden angegriffen. Wo werde ich denn angegriffen? Ach, hier unten! Außenposten. Ah, I understand. Okay. Freunde, ich brauche Bogenschützen. 5 Stück. Und das ist bald fertig. Okay, hier kann ich aber noch nichts weitermachen. Um ihre Stadt zu verteidigen. Einheiten können zur Verteidigung und zum Schutz in einem Turm einquartiert werden. Bogenschützen können aus einem Turm heraus. Ja, du machst dir auch noch Nahrung. Ich habe einen Verbündeten. Die Frage ist nur, wo er halt ist. Wahrscheinlich hier unten irgendwo. So, du... Beobachtungsturm, nee. Ja, die sollen da halt eben mal so ein bisschen was angreifen. Das ist jetzt nicht weiter tragisch für meine Sache. Das muss definitiv gemacht werden. So wie der Steinabbau. Die können die Beobachtungstürme ruhig zerstören. Da ist jetzt meines Erachtens nach kein großes Problem da. Ja, ich weiß. Aber ich habe aktuell noch ein bisschen andere Sachen zu tun. Du machst auch nochmal Steine. Ich brauche auf jeden Fall noch mehr Nahrung. Du machst Gold. Mit Hilfe der erweiterten Schallflächen setzen sie die Kampfverhalten für ihre Soldaten fest. Es ist wahrscheinlich, dass ein defensiver Soldat einen Feind angreift, der in seine Nähe kommt. Klicken Sie auf eine Militäreinheit und beachten Sie dann die Schallflächen Kampfverhalten im unteren linken Bildschirm. Mit Hilfe der erweiterten Schallflächen können Sie ebenfalls Welt. Einen Soldaten damit beauftragen, ein Gebiet innerhalb mehrerer Wegepunkte zu patrouillieren. Das machst du? Oder einer Perfekt. Anderen Einheit zu folgen. Okay. Ja, ihr sollt das ruhig zerstören, auch wenn ich dann meine Gegner vielleicht nicht ankommen sehe. Ich glaube, das ist nicht ganz so wild bei der Sache. Oh, da kam ja direkt einer. Hä? Okay. Du baust jetzt mal was. Es bringt ja gar nichts. Du machst noch Holz. Aber du machst auch noch Nahrung. Das ist, glaube ich, ganz hilfreich. So. Die erweiterten Schaltflächen ermöglichen Ihnen, neue Truppenausstellungen, sogenannte geschlossene Formationen, zu verwenden. Bei den geschlossenen Formationen können Sie den Ausstellungen... Ja, sollen da unten schon angreifen, ist okay. Mit der Tastenformation können Sie zum Beispiel eine schwache Einheit wie den Mönch beschützen.
Ja, das kann ich alles machen. Das ist ja wunderschön. Das. Ja. Sie teilen mit ihren Verbündeten dieselbe Sichtweite. Sie sehen, was ihre Verbündeten sehen. Dann sehe ich ja vielleicht, wo meine Verbündeten sind und kann mit denen dann Handel betreiben, nicht wahr? Das ist doch auch schon mal ein Anfang. Ich muss auf jeden Fall jetzt voranschreiten gleich in das nächste Zeitalter. Wo ich eine. Ach, das ist da unten. Ja, wie gesagt, ist es vielleicht nicht glücklich, aber. Wenn ich überrannt werde, werde ich überrannt, dann ist es so. Freunde. So. Sind wir hier durch? Was brauche ich? 800 Nahrung, 200 Gold. Das Gold habe ich. Die Nahrung fehlt aktuell noch. Okay. Lass die jetzt mal so ein bisschen machen. Habe ich irgendwelche Einheiten, die keine Nahrung brauchen? Zweifel nicht. Nahrung. 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 Mach doch. Braucht das hier Nahrung? Nahrung. Ja, es braucht alles Nahrung. Nee, das machen wir jetzt aktuell noch nicht. Du brauchst auch Nahrung, ne? Guck mal. Hier sind die Gegner, die Verbündeten und da ist ein Verbündeter. Elitekämpfer. Okay. Da ist ein Feld abgeerntet. Mach wieder neu. Danke. Über dem Holz, das klappt ja ganz gut. Du machst neu. Stadtwache, die Sichtweite aller Gebäude um plus 4. 75 Nahrung. Ja, die investieren wir nochmal schnell. Ja, soll er doch da oben. Die Frage ist, geh du mal gerade hier rüber und guck mal, ob hier zu ist oder offen ist. Weil dann müssen wir gegebenenfalls gucken. Und hier auch eine Burg hinstellen. Ne? Ah, hier ist offen. Okay. Ich zieh mal eben kurz die hier ab und stell die hier hin und lass die hier stehen. Dann habe ich wenigstens beide Seiten gesichert, wisse. So, ich brauche nur noch ein bisschen was. 800 Nahrung, ja. Perfekt. Es ist nicht mehr viel, Freunde. Aber hier habe ich das dann schon mal geschützt. Wenn die jetzt hier gleich ankommen, dann ist es halt eben so. Da kommen sie schon. Vergiss es. Gut, dass ich hier war. Ja, das werde ich auch jetzt machen. Das werde ich jetzt tun. Captain Schnürschuh, was steht hier unten? Ach, da haben sie noch ein Dings übrig gelassen. Ist aber nett. Kann ich wenigstens ein bisschen beobachten, nicht wahr? So, oh. Du machst neu, bitte. Wenn du fertig bist, brauche ich eigentlich noch ein paar Dorfbewohner, die Holz machen. Ja. So, aber ich kann ja jetzt hier schon mal die Infanterie stärken. Habe ich das nämlich schon mal größtenteils getan. Was war das hier nochmal? Infanterie hat plus 2 Sichtweite. Kostet Nahrung. Nein, dann nicht. Okay, das ist auch bald gut. Was macht das nochmal? Senkt die Gebühr für Tribute. Ja, gut. Kann ich denn hier gleich was verändern? Ich weiß es noch nicht. Ist das hier fertig? Ja, dann kann ich jetzt auch das hier gleich mitmachen. Was wird angegriffen? Ach, hier. Der noch übrig ist. Sollen sie machen. Ist okay. No. Du bist fertig, du machst bitte neu. Jawohl.
Sie werden in der Ritterzeit jede Menge zu tun haben. Anfänger sollten versuchen, eine Waffenschmiede zu bauen, um dort Ramböcke und andere Belagerungswaffen herzustellen. Ja, das kommt ja. Sobald ich hier den ersten Dorfbewohner geraut habe, wird das auch stattfinden, nachdem ich erstmal zur Verteidigung... Aber... 56 Steine, ja, hundertprozentig. Oh, es sind ein paar. Kommt mal bitte zur Unterstützung. Was wollen die beiden denn jetzt hier drüben? Wo sind die beiden anderen Roten? Hä? Haben die sich denn hin verkrümelt? Wo wird denn hier gekämpft? Ach da! Oh. Eventuell? Bitte ein Feld machen hier. Du bitte noch ein Feld machen hier. Und du bitte Holz sammeln. Ey. Nee. Okay, jetzt muss ich Verteidigungseinheiten bauen. Die Burg ist glücklicherweise gleich fertig. Dann müssen die beiden gleich nur die nächste Burg bauen. Toll! Sie haben die Burg fertiggestellt. Sir William wird bald hier sein. Und dann ist es an der Zeit, die Engländer anzugreifen. Ja, ja. Der ist bald da. Das ist schön, weil da kommt schon die Bode. Wallace ist eingetroffen. Wow! Oh. Einmal bitte hier vorne hin. Und auch ihr einmal hier vorne hin. Was sind das hier für welche? Galeonen. Schön. Bau euch mal hier hin. Einheiten können der Burg erschaffen werden. Erschaffen sie 10 weitere Freischärler. Machen wir. Jawohl. Dann geht erstmal hier hinten hin. Ihr baut noch, das ist okay. Entwickeln wir das. Hier ist noch alles in bester Ordnung. Den machen wir. Hier wird gerade nichts gemacht. Dann machen wir das. Kai. Du wirst weiterentwickelt. Hier habe ich nichts zum Weiterentwickeln. Das ist okay. Wo kommst denn du her, bitte? Wenn du jetzt abhaust, ist okay. Ansonsten? Wallace und seinen Freischärlern an ihrer Seite werden die Engländer Probleme bekommen. Sobald sie ein großes Heer und viele Belagerungswaffen haben, greifen sie die englische Burg an. Was soll ich hier jetzt nochmal machen, Freischärler? Noch 10? Sind massive Belagerungswaffen ja. Mit großer Reichweite, die nur in der Imperialzeit verfügbar sind. Denken Sie daran, dass Triboke nur bewegt werden können, wenn sie verladen worden sind. Für den Einsatz müssen sie aufgebaut. Ja, verstehe. Dafür muss ich jetzt erstmal hier Dings bauen. Das machst du mal dahin, perfekt. Aber jetzt bin ich an beiden Seiten schon mal geschützt.
Was das angeht. Sehr schön. Wo werde ich angegriffen? Hier? Wurde ich ja mal angegriffen. Da hat sich das schnell drum gekümmert. Was? Sind massive Belagerungswaffen mit großer Reichweite, die nur in der Imperialzeit verfügbar sind. Gut gemacht. Okay. In Ihrer neuen Waffenschmiede können Sie nun Ramböcke herstellen. Ramböcke sind zwar langsam, halten jedoch einen Pfeilhagelstand und sind besonders gut dafür geeignet, Wälle niederzureißen. Sie brauchen wohl ein paar mehr Ramböcke, um die englische Burg anzugreifen. Ja. Ich verstehe. Okay, kann ich denn schon fortschreiten hier? 1000 Nahrung, 800 Gold. Guck mal, du dich, glaube ich, mal. Wo? Ach, wie süß. Wie fällt es denn jetzt hinüber? So. Was sind meine Ziele? Zerstören Sie die englische Burg. Ja, okay. Dann muss ich halt mal. Okay, aber hier. Oh, was machst du? Was mache ich denn jetzt mit dir? Kannst du hier noch was Interessantes bauen? Ja, Universität. Machst du jetzt auch erstmal Ramböcke. Kosten Holz und Gold. 3 Ramböcke wieder. So wie in der letzten Folge auch, Freunde. Das passt dann. Ja, hier kommen mal ein paar auf. Ein paar auf Halde. Ich hab kein Holz. Okay. Muss ich gleich erstmal mit dem auskommen. Schaffe ich es hiermit? Lass sich die Burg um den kümmern. Ja, das passt. Der verschwendet Ressourcen, nicht ich. Von daher alles im grünen Bereich, alles gut. Oh, shit. Ja. Okay. Ballistik. Bogenschützen, Dorfzünder, Burgen, Galeeren. Rittende Schützen schießen genau und auf bewegliche Ziele. Da brauche ich nur noch ein bisschen Holz für. Dann passt das. Hier reiß erstmal das ein. Ja, hier. Ja, viel Stein ist es nicht mehr. Habe ich hier noch irgendwo eine andere Steinquelle? Ja, hier ist noch Stein. Okay. Kann ich gleich dort abbauen. Haha! Naja, machen wir weiter damit. Hä? William Wallace! Du bist ja hier. Cool. Hab ich gar nicht mitgekriegt, dass der jetzt hier da ist. Mensch. Ihr beiden wieder. Dann ist die gleich Geschichte. Sehr schön. So, was wollte ich jetzt nochmal machen? Die Ballistik. Wer greift was hier an? Sommer! Bist du noch ganz dicht? Das geht aber so nicht. Kannst du den angreifen? Kommst du da dran? So kommt man da dran, das ist schon klar. Ach, der Eumel. Wo werde ich jetzt angegriffen? Ach, da unten wurde ich angegriffen. Okay. So. Imperialzeit. Ich habe leider nicht genug Gold. Könnte ein bisschen Nahrung verkaufen. Bin ich nahezu da? Ja. Dann habe ich es beinahe. Warte mal. Willst du mich jetzt eigentlich komplett verarschen?
So, du kannst dich mal bitte mit darum kümmern, dass hier neues Holzfäller-Camp entsteht. Jawohl. Wäre schön, wenn der nicht wiederkommt an der Stelle. Hier ist ja wirklich erstaunlich wenig bisher eingedrungen. Oh, ich will jetzt hier nur noch das Gold erwirtschaften, weil dann kann ich hier gleich. Okay, ich könnte jetzt dahergehen und ein bisschen verkaufen. Dann kann ich jetzt voranschreiten in die Imperialzeit. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So muss das laufen, Freunde. Jetzt kann ich auch dahergehen und mir noch ein bisschen Einheiten basteln. Kostet leider Gold. Gibt's hier was, was kein Gold kostet? Bewegt sich schneller, bringt uns nichts. Ich kostet alles Gold. Okay. Ihr müsst neues Bergarbeiterlager hier errichten für Steine. Obwohl eigentlich braucht ihr das gar nicht. Nee, 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 nee. Ihr macht mit Gold. Das hier mache ich nicht. Ist egal. Gold ist jetzt wichtiger als Stein. Stein haben wir 950. Eine weitere Burg wollen wir, glaube ich, jetzt erstmal nicht errichten. Aber sobald ich in der Imperialzeit bin, kann ich die Trybox bauen. Das ist gar nicht so schlecht, weil. Ups, nee, da wollte ich nicht hin. Weil, leider kriegen wir ja. Wo waren sie? Die Belagerungskanonen nicht. Ah, die sind nämlich immer so gut. Aber die Trybox. Aber die kriegen wir in der Burg? Kriegen wir. Ja, in der Burg. Kann ich auch die Freischärler vielleicht noch ein bisschen weitermachen. Was kosten die denn? Bevölkerungslimit erreicht. Das macht ja echt viel Schaden, ne? Quasi nicht so. Das ist gut, dass die jetzt durch die Ballistik super geschult sind. Bevölkerungslimit erreicht. Ja, was können wir denn dagegen tun? Nur Dorfbewohner abschlachten. Theoretisch. Egal, Freunde. Wir brauchen ja Trybox. Ein Dorfbewohner muss dann vielleicht mal irgendwann dran glauben. Imperialzeit, nice. Leider kriegen wir trotzdem keine größere Bevölkerung. Ich würde gern zwei Trybox haben. Theoretisch. Das heißt, zwei Dorfbewohner müssten irgendwie das Zeitliche segnen. Die machen Gold. Ich brauche Gold. Nahrung ist im Moment ganz gut. Oder wir schicken. Wir machen jetzt hier mal so Folgendes. Erstmal habe ich hier noch gar nicht genug. Wir versuchen es erstmal ohne Triboken. Ja. Was ist denn der ganze Spaß hier? Das hier ist so teuer, ne? Spione. Irgendwas war doch hier immer so teuer. Mach mal zwei in Halde. Nehmen jetzt aber unsere Mannschaft und ziehen in den Krieg. Und ganz ehrlich, wir schauen einfach mal, was draus wird. Weißt du, der hier. Kann man den hier irgendwie töten? Ja, da. Ah, hier, geht drauf. Hat denn noch einer wenig Leben mehr? Ja, der hier. Guck mal. Langschwertkämpfer. Weg mit dir. Kommen jetzt die beiden Trybox noch dazu. Es tut mir ja sehr leid um die beiden, ne? Aber was will ich machen, ne? Da. Sorgt ihr schon mal dafür, dass diese Leute hier gar nicht durchkommen? Das ist schon mal nett. So. Kann ich denn hier noch irgendwas weiterentwickeln? Das will ich machen.
Dann werden die zum Sturmbock, dann sind die auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser als normale Rammböcke. Ja. Auch will ich hier ein bisschen weiterentwickeln. Das habe ich ja jetzt ein bisschen vernachlässigt. Ich habe nicht genug Gold, auch jetzt gleich. Jetzt habe ich genug Gold. Eisen gießen. Perfekt. Habe ich da nicht schon Chevalier? Was sind das? Hey, hier, Ritter. Werden die Ritter zu Chevaliers? Ihr entwickelt ihre Ritter zu Chevaliers, ja. Ist nur ein bisschen doof. Schwere Berittene. Oh, viel zu teuer. So. So. Habe ich davon noch welche? Ja, ne? Ja, den kann ich noch machen. Wenn ich davon nicht mehr viele Leute habe. Ich hab nur einen davon! Ja, doch, hier. Zwei. Bring die dann wenigstens weiter. Gold, Gold, Gold. Wenn ich ja jetzt gleich wieder 100 Gold habe, entwickle ich das noch einmal. Und dann passt das. So, Freunde. Ja, ist schon ein Sturmbock. Okay. Wir ziehen los. Er schießt schon mal auf das Tor, auch wenn es nicht viel bringt. Also. Ihr baut euch mal hier auf und zerschießt dann mal das Tor, würde ich sagen. Was für eine Reichweite haben die denn überhaupt? Ihr macht das mal hier. Die anderen beschützen euch. Genau, ihr baut euch beide auf. Ihr geht schon mal nach hier vorne. Das klingt ja schon mal sehr, sehr vielversprechend. Wir werden aber jetzt gleich hier rausstürmen und mich angreifen. Bin ich mir ziemlich sicher, liebe Freunde. Aber ich bin auch ziemlich zuversichtlich, dass wir das Ganze schnell gelöst bekommen. So, ich schieße jetzt auch hier drauf. Ja, da kommen sie doch schon. Ja, weil die da ordentlich drauf schießen. Also auch mit. Ihr packt euch wieder zusammen. Nein. Die Schiffe möchte ich hier gar nicht dabei haben. Nein, nicht da rein. Mach dir mal den da. Ja, komm. Baut euch mal hier auf. Wart mal hier hin, baut euch auf, dann können wir mal so ein bisschen alles zertrümmern. Weil die feindliche Burg zerstören, ja. Na komm. Ist auch schon mal schön. Macht die immer hier weiter. Beziehungsweise die Reitereinheiten kommen mal mit hier hoch. Und ihr packt mal wieder zusammen. Ihr kommt noch mit. Und ihr kommt noch mit. So. Und dann könnt
dir hier. Nämlich mal hier weiter nach vorne. Am besten ohne in die Reichweite der Burg zu kommen. Das wäre, glaube ich, ganz hilfreich. So, und die Treiböcke. Leg hier in die Ecke. Und da dürften sie eigentlich nicht im Angriffsbereich stehen. Und dann werden die beiden hier drauf schießen und ich gucke zu. So. Und ihr könnt hier von mir das hier angreifen, wenn ihr es bis dahin schafft. Oh. Ja gut, die haben keinen effektiven Schaden auf meine Trybox, oder? Kommt mal mit hier hoch. Ihr müsst das Ding auch angreifen. Okay, ist schon zerstört. Existiert nicht mehr. Die englischen Ansprüche aus Schottland sind mit Sicherheit abgewendet. Die Streitkräfte von Wallace haben gesiegt. Jawohl! Ja! Sehr schön, die Engländer sind Geschichte. Ja, hier hinten hatten sie noch ein bisschen Dorf, ne? Aber. Ja. Oh, William Wallace hat die angegriffen, okay. Ja, war an sich easy. Hätten wir auch wieder ordentlich was an Gold gehabt. Aber sehr schön, Freunde. Damit! Zuerst sah es so aus, als wenn wir bei Volker keine Niederlage erleiden würden. Doch irgendwie konnten wir trotz der uns zahlenmäßig überlegenen Langbogenschützen mit größerer Reichweite einen Sieg erringen. Die englische Festung wurde niedergerissen und eine schottische Burg wird an dieser Stelle entstehen. William Wallace hat uns zum Sieg geführt. Als einzelner Mann hat er andere zu großen Taten inspiriert. Und viele schottische Fürsten und Lords haben zusammen mit ihm das Schwert gezogen. Das Schwert von Wallace selbst ist ein 5,5 Fuß langes Monstrum, das natürlich in Schottland geschmiedet wurde. Er hat geschworen, nicht zu ruhen, bis sein Schwert den Hals von Edward dem ersten Longshanks durchtrennt hat. Der Kampf wird zwar weitergehen, aber wir wissen jetzt, wie Kriege geführt werden. Wir haben die Engländer das Fürchten gelehrt. Sehr schön, liebe Freunde. Damit haben wir William Wallace, die Lernkampagne, abgeschlossen. Von William Wallace an sich haben wir nicht allzu viel mitgekriegt. Denn den haben wir erst am Ende bekommen, haben ihn am Anfang gar nicht gesehen, dass wir ihn haben. Naja, ich sag mal so, die Lernkampagne ist vorüber, jetzt wird's ernst oder ernster. Aber das fangen wir beim nächsten Mal an. Johanna von Orléans, was dann irgendwann zu Saladin geht, zu Genghis Khan und zu Barbarossa. Aber das nächste Mal Johanna von Orléans. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Lasst ein Abo da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und wenn euch jetzt etwas nicht gefallen hat, wenn euch etwas nicht gefallen hat, ja, so, oder ihr Kritik habt, ja, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich lese mir das alles durch. Wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal, liebe Party People, wenn wir wieder Age of Empires 2 spielen. Bis dahin.